Dave, ein hart umkämpftes Spiel mit der fußballerisch besseren Mannschaft aus Würzburg und dem Sieger am Ende aus Münster. Warum ist das so gegen euch gelaufen? Ja, ganz einfach, wir belohnen uns nicht. Ich finde, wir haben, glaube ich, eine klasse erste Halbzeit gespielt. Münster hatte nicht viel Chancen und auch nicht viel vom Spiel. Da müssen wir uns einfach dann gleich mit unseren ersten Chancen belohnen. Und dann gehst du vielleicht mit einer Führung in die Halbzeit, dann wird die zweite Halbzeit auch leichter und dann verlierst du hier wahrscheinlich nicht. Defensiv habt ihr auch sehr, sehr wenig zugelassen. Das Tor war ja dann, ja, ich weiß nicht, ob es Kobylanski überhaupt so als Schuss wollte oder ob es eine verunglückte Flanke war. Einfach so ein Ding, wo man sagt, ja, so eine Gurke und dann 0-1, das ist umso bitterer. Ja, natürlich ist das dann nochmal vielleicht bitterer, wenn du so ein Tor kriegst, aber im Endeffekt ist es egal, was für ein Tor wir bekommen haben. Es ist einfach bitter jetzt, dass wir mit 0 Punkten nach Hause fahren, aber ja, wir müssen dazu lernen, dann unsere Chancen auch einfach besser zu nutzen und dann wird das die nächsten Spiele wieder. Trotzdem, glaube ich, kann man ja auch sehr viel mitnehmen aus dem Spiel. Ihr habt kämpferisch hervorragend gegengehalten, es lief auch spielerisch viel und ja, letztlich sind wir dann eben wirklich nur an dem Thema Chancenverwertung, da hat es gehapert. Ja, genau. Wenn wir unsere Chancen in der ersten Halbzeit reinmachen, dann sieht es anders aus. Dann fahren wir wahrscheinlich auch mit 3 Punkten oder mit 1 Punkt nach Hause. Der Kapitän ist da, Sebastian Schuppan. Man kann nicht nur von einer unglücklichen Niederlage sprechen, sondern eigentlich müsst ihr dieses Ding sogar gewinnen, weil ihr über 90 Minuten die bessere Mannschaft wart. hätte wenn, theoretisch. Hat sich alles gut angesehen und wir haben es auch gut gemacht. Aber am Ende des Tages musst du Tore schießen, um Spiele zu gewinnen. Und das haben wir jetzt zum zweiten Mal in der Liga hintereinander nicht gemacht. Und ist es natürlich bezeichnend, dass du dann noch so ein Ei kriegst und so ein Ding in die lange Ecke einfach da auf dem Holperplatz da außen hat einfach gegengehauen und dann geht er genau ins lange Eck und die lassen sich jetzt hier feiern und haben uns zum dritten Mal 1-0 hintereinander geschlagen und wirklich geht mir gewaltig gegen Strich und ich bin noch ziemlich geladen und das muss man dann wenigstens 0-0 spielen. Wenn du kein Tor machst, dann musst du es wie letzte Woche, vor 2 Wochen besser gesagt, musst du wenigstens 0-0 spielen. Und das haben wir leider nicht geschafft. Kein Vorwurf an die Truppe, das Tor ist einfach ein Glückstor. Ja, aber vorne bei euch, warum klappt es denn im Moment gerade nicht so mit dem Toreschießen? Die Dinger sind ja da, ihr arbeitet so, ihr spielt sie raus. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe jetzt keine leichtfertige Vergabe von Chancen gesehen. Die Jungs wollen die Tore machen, versuchen da jetzt nicht irgendwelche Schleifchen noch dran zu machen und das irgendwie leichtfertig zu vergeben. Von daher kein Vorwurf, aber klar, wenn du keine Tore machst, dann kannst du das Spiel nicht gewinnen. Und das müssen wir jetzt ändern. Wir brauchen jetzt kein zu großes Thema draus machen. Wir haben die Chancen, das ist die Hauptsache und wir müssen sie machen. Wir stehen hinten gut, wir haben eine gute Balance, wir haben Chancen, wir haben einen starken Gegner heute, eigentlich fast gar nicht zu entwickeln.